Minecraft ist ein wirklich tolles Spiel, keine Frage, jeder würde da glaube ich zustimmen. Doch je mehr man ein Spiel liebt und somit mehr Zeit in es investiert, desto mehr lernt man ebenfalls Dinge oder Situationen kennen, die man einfach nur hasst. Und das ist nicht übertrieben. Und genau nach solchen Situationen habe ich einfach mal in den verschiedensten Foren und allgemein auch das Internet abgesucht und 15 davon für euch zusammengefasst, um euch wirklich die 15 meistgehassten Dinge in Minecraft vorzustellen. Falls ihr ebenfalls davon Dinge hassen solltet, vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu liken. Und natürlich auch weitere Ideen unten in die Kommentare zu schreiben, falls ihr da noch welche auf dem Buckel habt, die euch auch hier und da mal richtig, ja, nerven in irgendeiner Form. Außerdem habe ich gehört, dass wenn man den YouTuber GamingGuides.de kostenlos abonniert, passieren die heute gezeigten Dinge nachweislich, wissenschaftlich, wirklich nachweislich weniger im Spiel. Kein Scherz, probiert es einfach mal aus, vielleicht, nein, okay. Beginnen wir aber mal mit der ersten Situation oder mit der ersten Sache von heute. Denn die folgende Situation dürften viele von euch, wenn nicht sogar jeder von euch, kennen. Man kommt von einer sehr, sehr langen Reise durch den Nether nach Hause zurück oder will nach Hause zurück und freut sich bereits, all den Loot in seine Base zu bringen, um, nun ja, Dinge damit halt zu machen. Nur blöd, wenn das Portal an sich nicht korrekt oder gar nicht gelinkt wurde mit der Overworld und schon kommt man dann irgendwo in der letzten Walachei aus und muss halt erstmal seine Base wiederfinden. Also wer hier keinen guten Navigationssinn hat, so wie ich zum Beispiel, hat quasi fast schon verloren und es kann enorm lange dauern, bis man dann einfach sein Zuhause wiederfindet. Jetzt mal ehrlich, ich weiß, dass Geduld eine Tugend ist, aber wie nervig ist es bitte darauf zu warten, dass Grasblöcke sich weiter ausbreiten und daneben liegende Erdblöcke endlich weg sind. Vor allem beim Bauen von unter anderem einer Blumenfarm, wie jetzt zum Beispiel bei Craft Attack 8, kann das enorm nervig sein, weil es teilweise sehr, sehr lange dauert. Also klar, mit einer Schaufel mit Behutsamkeit drauf lässt sich das Ganze verhindern und du kannst dann halt auch die ganzen Grasblöcke ganz normal platzieren. Aber wenn man diese Verzauberung gerade nicht parat hat, kann es gefühlt Jahre dauern und ich hasse solche Momente. Jeder kennt sie, jeder weiß, wie flink und nervig sie sind und jeder hasst sie gefühlt. Baby-Zombies. Vor allem im Hardcore-Modus können sie ein absoluter Krampf sein. Sie machen zwar nur 5% der Zombie-Spawns aus, sind also etwas seltener, sind aber 30% schneller als die normalen und das kann manchmal einfach nur abkrass normal nervig sein. Vor allem, wenn man sich aufgrund der Größe und der Schnelligkeit auch nochmal irgendwie nicht so direkt hittet, das ist halt ein absoluter Krampf, die teilweise umzubringen und es nervt einfach abgrundtief. Ghasts oder Guests. Also es ist irgendwie gefühlt, jeder spricht sie anders aus. Aber es geht ja noch nicht mal um das Mob selber an sich, das hier und da natürlich auch mal nervig sein kann, sondern um dessen Geräusche einfach mal. Man kann es kaum nachmachen, aber jeder sollte wissen, wovon ich hier rede. Vor allem, wenn man etwas länger im Nether unterwegs ist, kann man das Rumgestöhne der Mobs, so nenne ich es jetzt einfach mal, kann das Ganze auf jeden Fall schon mal nerven. Klar, man kann diese einfach mal in den Settings ausstellen, also die ganzen Mob-Sounds, aber so einen Aufwand möchte ich jetzt gar nicht betreiben. Vor allem nachher hört man andere Mobs nicht, die sich von hinten irgendwie nähern oder sowas in die Richtung. Kleiner Funfact, aber am Rande, die Geräusche eines Ghasts stammen doch tatsächlich von der Katze von C418, der nahezu alle Soundtracks und Schallplatten im Spiel komponiert hat. Wusstet ihr das eigentlich? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, sie dürfen doch im heutigen Video auf jeden Fall nicht fehlen, oder? Die Phantome. 2018 mit dem 1.13 Aquatic Update durch ein Community Mob Voting dazugekommen und seitdem bei vielen Spielern das meistgehasste Mob im Spiel. Was für eine Ironie. Schläft der Spieler 3 Nächte nicht, leidet er ja an so einem sogenannten Schlafdefizit und die Phantome werden gespawnt und diese blaulich-rochenartigen Monster können zwar einfach umgangen werden, indem man einfach schläft, aber nervig sind sie dann doch allemal, wenn sie da mal spawnen. Auf dem Ranking der meistgehassten Mobs muss man sagen, sind sie mittlerweile sehr, sehr weit oben. Und es ist so, ich denke mal 80-90% der Spieler würden dieses Mob auch wieder entfernen. Aber seid ihr der andere Meinung? Schreibt es ansonsten mal in die Kommentare. Ich denke, jeder von uns liebt es, seine Ausrüstung immer stärker zu machen, oder? Und irgendwann natürlich auch zu verzaubern. Man spart sich all seine XP zusammen, schnappt sich seinen Lapis und schmeißt dann auch die gewünschte Ausrüstung in den Zaubertisch. Umso nerviger und auch enttäuschender, wenn der Verzauberungsgott nicht auf seiner Seite ist und sich die letzte, ach so vielversprechende und auch teuerste Verzauberung als absoluter Flop herausstellt. Die in Anführungsstrichen verlorenen Erfahrungspunkte oder einen Teil davon kann man allerdings mittlerweile Gott sei Dank mithilfe des Schleifsteins zurückgewinnen und die Ausrüstung dann auch wieder entzaubern. Tolle Sache, aber trotzdem eine absolut nervige Sache auch gleichzeitig. Wir alle lieben Villager, oder? Sie bringen immer wieder aufs Neue sehr viel Leben ins Spiel und das ebenfalls vor allem auch nach dem Village und Pillage Update, wo die ganzen Dörfer etwas krasser gestaltet wurden. Es gibt neue Jobs, Verhaltensmuster etc. etc. Was aber nicht so toll ist, ist das Transportieren dieser NPCs. Möchtest du zum Beispiel eine eigene Trading Station in deiner Base bauen mit den Villagern oder eine Eisenfarm, whatever, müssen diese ja erst einmal an einen bestimmten Ort transportiert werden. Dies kann man dann entweder mit einem Schienensystem, mit einer Lore bis zu der
privaten Stelle machen oder halt logischerweise mit einem Boot. Beide Methoden kosten allerdings sehr, sehr viel Zeit und auch Nerven, weswegen sich man teilweise das Ganze zweimal überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht. Wie gesagt, es dauert teilweise sehr lange. Never dig down straight ist wohl das wichtigste und auch ungeschriebene Gesetz in Minecraft, woran sich aber trotzdem noch sehr, sehr viele Spieler nicht halten, muss man sagen. Aber auch Spieler, die sich zu 99% in Anführungsstrichen an diese Regel halten und sie befolgen, erleben oft die Situation, dass wenn sie die Regel dann doch mal brechen, kommt da hier und da schon mal vor, entweder in einen Lavasee fallen, sterben und all ihr Stuff verlieren logischerweise in der Lava, außer Netherite-Ausrüstung, oder die bessere Variante in diesem Falle, durch ein Loch in eine riesige Schlucht fallen. Der Loot würde in diesem Falle zwar überleben, dennoch ist das Ganze eine Situation, die man dann doch hier und da mal gerne vermeiden möchte. Dass man in Minecraft minen geht, um Ressourcen zu sammeln, brauche ich glaube ich niemandem erzählen. Hierfür braucht man dann im besten Fall Ausrüstung und die Ressourcen, um sich gegebenenfalls neue zu craften, die man so braucht und natürlich was zu mampfen und ganz, ganz wichtig auch Fackeln, um alles auszuleuchten. Wie willst du sonst was sehen, oder? Der wohl in diesem Fall nervigste Moment, den ich hier und da schon mal erlebt habe, ist es, wenn Wasser durch irgendeinen Block, den man abbaut, fließt und all meine platzierten Fackeln wieder abbaut, die ich dummerweise auf dem Boden platziert habe. Kommt heutzutage zwar seltener vor, da man die Fackeln im besten Fall an die Wände platzieren sollte, aber dennoch eine nennenswerte und auch gehasste Sache im Spiel, wie ich so herausgefunden habe. Vor allem Leute, die gerne mit Holz und auch natürlich mit den Baumstämmen bauen und arbeiten, kennen folgende Sache, denke ich mal, sehr gut. Man ist fertig mit seinem Bauwerk aus Holz, ändert noch so die ein oder anderen Feinheiten und schwupps, oh Junge, man entrindet aus Versehen einen Baumstamm. Kann hier und da mal gut aussehen, aber in diesem Fall eher weniger und klar kann man diesen dann einfach durch einen neuen ersetzen. Nervig und unnötig ist es trotzdem allemal. Auf der Rangliste der meistgehassten Dinge, ganz, ganz weit oben, ist das 1.9 Kampf-Update. Dieses Update brachte nämlich sehr, sehr viele Änderungen, wer hätte es gedacht, rund um das Kampfsystem mit sich. Die wohl schlimmste Änderung, laut vielen Spielern, ist der Cooldown. Sprich, man muss mal einen Schlag warten, bis er sich wieder auflädt, in Anführungsstrichen, um erneut mit voller Kraft zuzuschlagen. Dieses Update soll bei vielen Spielern den Ausstieg aus der PvP-Szene, wie auch natürlich aus dem Spiel, gesorgt haben. Also tatsächlich haben Leute das Spiel gequittet wegen diesem Update. Wie seht ihr das Ganze? Mittlerweile wissen wir, ein neues Kampf-Update wird kommen in naher Zukunft, aber eure Meinung zum 1.9 Kampf-Update gerne mal unten in die Kommis. Die folgende Sache, oh Junge, da kriege ich schon wirklich original Plack, wenn ich darüber spreche. Man sortiert gerade entspannt seine Kisten oder versucht es zumindest in irgendeiner Form und plötzlich hört man hinter einem nur dieses Zzzz. Und genau dann weißt du eigentlich, jo, es ist so spät, ich bin da mal weg, ne? Also ein Creeper explodiert einfach und reißt all deine Kisten mit in den Tod. Und der ganze Loot, der viel zu viel für dein ganzes Inventar ist, liegt dann nun wieder völlig durcheinander auf dem Boden und du kannst deine ganze Sortierung einfach mal von neu beginnen. Oh, Junge. Zum Thema Bauen gibt es bei Glas aber auch immer wieder, wie ich finde, Aufregungspotenzial, wenn man das so nennen kann. Denn verbaut man sich hier, vor allem mit den letzten benötigten Glasblock, den man noch so platzieren muss, gibt es ohne Behutsamkeit nur die Option, einen neuen Glasblock herzustellen und ihn dann auch wieder versuchen, in Anführungsstrichen, zu platzieren. Daher ist das Bauen mit Glas, wie ich finde, oftmals eine kleine, aber feine Geduldsprobe. Jeder hat bestimmt auch schon mal den Moment erlebt, wenn die Fackeln irgendwann mal alle sind. Vor allem mit den neuen 1.17 Höhlen, die ja deutlich größer sein werden und mehr Fackeln benötigen als die alten Höhlen, dürfte dies schon mal öfter vorkommen. Deswegen ist es verständlich, dass Spieler den Moment hassen, wenn einem die Fackeln und die dafür nötigen Ressourcen wie Sticks unter anderem in einer Höhle ausgehen. Und dann stehst du da einfach mal im Dunkeln, könntest höchstens noch die letzten Fackeln von vorher abbauen und wiederverwenden. Aber nervig und ein gehasster Moment ist es auf jeden Fall allemal. Wie eben auch schon erwähnt oder geschwärmt, Villager sind ganz, ganz toll, muss ich sagen. Es ist einfach so. Aber manchmal sind sie auch ein wenig nutzlos. Und ich rede jetzt hier nicht vom Nichtsnutz, dieser Dorfbewohner einfach gar nichts kann, sondern von den Trades allgemein. Also manche Trades sind teilweise oder ergeben teilweise absolut keinen Sinn oder sind einfach Wucher. Vor allem der fahrende Händler geht da weit voran und ist ein Händler, muss ich sagen, bei dem ich in der Vergangenheit, ich glaube, kein einziges Mal gehandelt habe. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es gerne mal in die Kommis. Das soll es dann aber auch schon für heute gewesen sein. Schreibt gerne mal eure Meinung zu den genannten Dingen hier heute in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Natürlich auch weitere Vorschläge würde mich sehr interessieren, weil ihr da noch so für Situationen habt, die ich vielleicht heute in keiner Form erwähnt habe. Ansonsten bedanke ich mich noch für immer recht herzlich fürs Zuschauen, Freunde. Wünsche euch noch einen angenehmen Dienstag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.